Es ist einer der häufigsten Fehler, dass Menschen mit sehr dunklen Augenringen versuchen, mit hellem Concealer dagegen anzuwirken. Und das wird ganz oft grau. Herzlich willkommen hier im Schick und Schön Bereich. Kommt rein, setzt euch hin, schnallt euch an, lockert die Handbremse. Es wird wild, die nächste Fahrt geht rückwärts. Und wenn wir schon so unterwegs sind, dann aktiviert doch das Glöckchen, macht den Daumen hoch, abonniert den Kanal. Das wäre doch was. Es wäre wunderschön, um ehrlich zu sein. Heute geht es ums Thema Augenringe. Das ist ein relativ weites Feld. Wir klären erstmal, was sind Augenringe, gibt es Unterschiede, wie könnt ihr eure Augenringe vielleicht ein bisschen wegmassieren, funktioniert das überhaupt? Spoiler, ja. Und dann sage ich euch natürlich, wie ihr eure Haut auf den Concealer vorbereiten könnt, wie ihr den richtigen Concealer auswählt und ich habe auch noch ein Massagetool dabei. Mhm. Aber was sind denn eigentlich Augenringe? Augenringe ist so ein bisschen der Überbegriff zu den dunklen Schatten, die wir unterhalb unserer Augen haben. Und da gibt es unterschiedliche Arten. Es gibt welche, die sind genetisch bedingt. Es gibt welche, die durch ein wildes Rockstar-Leben irgendwie initiiert werden. Und dann gibt es aber auch welche, die kommen so mit dem Zahn der Zeit und über die Jahre hinzu. Die werden natürlich unterschiedlich behandelt, weil klar, ein genetischer Augenring, der wird ganz anders behandelt als jetzt zum Beispiel einer, wenn ich jetzt eine Mangelerscheinung habe und einfach nur ein bisschen Vitamin D brauche. Das versteht sich von selbst. Und natürlich ist es klar, dass die Industrie sich gedacht hat, jetzt bringen wir mal 3 Milliarden Augenringprodukte auf den Markt. Deswegen möchte ich euch jetzt hier eine Guideline erstellen, an der ihr erkennen könnt, was braucht ihr wirklich und was macht einfach auch überhaupt gar keinen Sinn, weil es nicht hilft und nicht helfen kann und rausgeschmissenes Geld ist. Falls ihr euch jetzt fragt, wow, es gibt echt unterschiedliche Arten an Augenringen, welche habe ich denn jetzt? Dann könnt ihr das ganz einfach testen. Schaut mal in eurem Umfeld. Mama, Papa, Cousine, Opa. Schaut euch das mal an. Haben die vielleicht exakt dieselben Augenringe, die ihr bei euch beobachtet? Dann ist es tatsächlich genetisch bedingt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in letzter Zeit ein bisschen geschwollene Augen habt, dann könnte es auch sein, dass ihr vielleicht irgendeinen Mangel habt oder vielleicht zu wenig Schlaf bekommt, zu wenig getrunken habt. Dann ist das oft situationsbedingt. Das heißt, dass die in einer Zeit unseres Lebens kommen, aber dann auch wieder weggehen, wenn wir ein bisschen besser auf uns achten. Wenn ihr jetzt merkt, dass ihr immer morgens geschwollene Augen und Augenringe habt und die verschwinden über den Tag hinweg, dann könnt ihr zum Beispiel super dagegen anwirken, wenn ihr ab und wann euch eine kleine Lymphdrainage verpasst. Wenn ihr jetzt merkt, dass ihr vielleicht nicht mehr Ende 12 seid und der Zahn der Zeit ein bisschen an euch genagt hat, dann kann das natürlich auch am Bindegewebe liegen, dass es mit der Zeit einfach schwächer wird. Auch da habe ich einen Massagegriff dabei. Also bleibt dran, wir kümmern uns jetzt um eure Augenringe. Ganz besonders, wenn es ums Abdecken der Augenringe geht, ist es essentiell, dass ihr eure Haut gut vorbereitet. Sonst schwimmt euch später der Concealer in jede Richtung. Und hier ist weniger mehr. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eure Foundation auftragt, spart die Augen aus. Es ist ganz wichtig, dass die komplett frei bleiben. Und noch ein Tipp von mir, verwendet keine Augencreme. Wirklich, das ist, auch wenn die teilweise einen aufhellenden Effekt hat oder irgendwie so gut tut oder ihr glaubt, dass eure Augenpartie sonst trocken wird. Augencreme hat zwar Inhaltsstoffe und ihr könnt gerne auch am Abend Augencreme verwenden, wenn ihr wollt, aber morgens, die zieht nicht komplett ein. Das heißt, ihr habt eine ganz hauchzarte Schicht Augencreme. Wenn ihr dann den Concealer da drauf gebt, dann habt ihr später das Problem, dass sich die Creme bewegt und der Concealer natürlich mitmarschiert. Ihr sollt natürlich trotzdem eure Augenpartie pflegen am Morgen. Da würde ich euch aber Augenmasken oder Eye Patches empfehlen. Es ist tatsächlich so, die haben einen abschwellenden Effekt. Diese hier haben sogar einen aufhellenden Effekt, das heißt einen Langzeiteffekt. Und ihr könnt euch sicher sein, dass eure Haut wirklich die Nährstoffe aufnehmen kann, ohne dass später irgendeine Schicht unter euren Augen wabert, die den Concealer dann mit auf Reisen nimmt und dass er dann irgendwo hinwandert, wo ihr ihn gar nicht haben wollt. Diese Eye Patches hier, die haben tatsächlich auch einen Priming-Effekt, das heißt, die bereiten eure Haut auf den Concealer vor. Falls ihr jetzt welche habt, die keinen Priming-Effekt haben, dann könnt ihr auch einen Eyeshadow-Primer unter euren Augen auftragen und warten, dass er sich mit eurer Haut verbindet und dann hält der Concealer auch sehr viel besser und ihr braucht auch weniger Concealer, weil diese Eyeshadow-Primer, die verstärken die Pigmentierung. Was auch noch wichtig ist, ist, es gibt immer wieder diese Videos, die einen orangenen Lidschatten oder einen Lippenstift oder Blush oder Highlighter als Grundierung nehmen. Das ist alles total in Ordnung, aber das ist eine sehr individuelle Sache. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr wirklich Augenringe habt, die ein Color Correcting brauchen, dann würde ich euch eher empfehlen, bevor ihr jetzt anfangt, zum Beispiel mit Lippenstift auszugleichen, nehmt euch lieber einen Eyeshadow Primer, der schon so ein ganz kleines bisschen so einen pfirsichfarbenen Unterton hat. Und dann könnt ihr euch sicher sein, dass es gleichzeitig ein Color Correcting gibt,
aber der Concealer haltbarer gemacht wird, weil das passiert nämlich beim Lippenstift nicht. Es macht tatsächlich total Sinn, wenn ihr Massagegriffe in eure tägliche Schönheitsroutine mit einbaut. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar, die gerade um die Augen super funktionieren. Das eine ist, nehmt Daumen und Zeigefinger und kneift einfach mal so eure Augenbraue entlang. Die wird jetzt aufgeweckt und an ihren Job erinnert. Und der ist fabulous aussehen. Das bringt nämlich so ein ganz kleines bisschen die Lymphflüssigkeit vom oberen Lid so ein bisschen zum Abfließen. Für den zweiten Griff nehmt ihr euren Zeigefinger, schiebt eure Augenbrauen ein bisschen nach oben und massiert euch hier oben einmal den Muskel, der eure Augenbraue nach unten drückt. Es ist nämlich so, dass wenn hier diese Muskulatur zu sehr arbeitet und zu sehr nach unten drückt, dann schwellen die Augen an und es kann alles nicht so gut abfließen. Und ihr werdet merken, dass ein totaler Unterschied jetzt ist zwischen den Augenbrauen. Es ist tatsächlich so, dass dieser Griff sofort was bringt. Das Auge wirkt wacher. Und jetzt kümmern wir uns um die Augenringe eine Etage weiter unten. Hierfür nehmt ihr euren Ringfinger, weil unterhalb eurer Augen wollt ihr auf gar keinen Fall Druck ausüben. Und der Ringfinger ist, ich hab dich sehr lieb, aber der schwächste von unseren Fingern. Der hat gerade genug Druck, um so einen leichten Massagegriff zu machen, aber nicht so viel Druck, dass ihr euch diese feinen Hautschichten irgendwie durcheinander schiebt. Das kann nämlich auch später zu Fältchen führen. Setzt euren Ringfinger im inneren Augenwinkel an und kreist ihn im Uhrzeigersinn. So richtig schön an der Nasenwurzel. Und dann kreist ihr einmal ebenfalls im Uhrzeigersinn am äußeren Augenwinkel. Jetzt wissen da diese Punkte schon mal, jetzt geht's gleich los. Jetzt geht's hier ab. Und dann setzt ihr den Ringfinger unterhalb eurer Augen an und macht so ganz, ganz leichte, kreisende, rhythmische Bewegungen. Ist fast ein bisschen so wie Schwimmen, müsst ihr euch das vorstellen. Ganz, ganz, ganz zart. Die Lymphe bestehen nämlich aus so Klappen und wenn ihr da zu fest drückt, dann verschließt ihr die Klappen und da fließt gar nichts ab. Aber wenn ihr so leicht, dann gehen die auf und dann fließt es eben ab. Weil so sind sie geschlossen. Ich habe wieder meine geilen schiefen Finger. Wenn ich ganz drauf drücke, dann gehen sie komplett zu und wenn ich ein bisschen drauf drücke, dann öffnet sich die Klappe und es kann eben schön abfließen. Und das ist genau der Trick bei der Sache. Deswegen Ringfinger mit ganz, ganz, ist fast gar kein Druck, einfach diese leichten Schwimmbewegungen machen und hier langsam unterhalb vom Auge, Punkt für Punkt, Zentimeter für Zentimeter, ganz, ganz, ganz langsam abfahren, bis ihr wieder zum äußeren Augenwinkel kommt, wo ihr wieder im Uhrzeigersinn auch massiert. Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, ich mache es meistens so 5-6 Mal, dann schiebt ihr hier von den Schläfen einfach hinters Ohr und stimuliert hier nochmal diesen Fluss, also von den Schläfen hinters Ohr und runter am Hals. Und das regt den Lymphfluss an und ihr könnt euch sicher sein, dass es abschwellend wirkt. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen den Lymphfluss angeregt und das können wir noch unterstützen, indem wir Massagetools verwenden. Da gibt es ein unendliches Feld an Geräten, die auch teilweise schweineteuer sind und euch alles Mögliche versprechen mit 2 Milliarden Ultraschall, Microcurrent und keine Ahnung was Technologien. Am Ende des Tages sind die Geräte für den Heimbedarf meistens eher an der unteren Schwelle der Wirksamkeit und ich würde euch in dem Zusammenhang eher dann empfehlen, dass ihr mal ein Treatment bei der Kosmetologin macht. Die hat Tools und auch eben Handgriffe, die da sehr viel effektiver sind. Was meiner Meinung nach aber wirklich Sinn macht, sind diese Vibrationstools. Die könnt ihr zum Beispiel, während ihr die Eyepatches drauf habt, könnt ihr die einfach, ihr merkt, bei Kontakt mit der Haut, fangen die an zu vibrieren, einfach so ganz, ganz soft über euren Unteraugenbereich gleiten lassen. Gibt es auch in der Kombination mit Licht, mit rotem und blauem Licht. Und diese Tools sind wirklich Gold wert, wenn ihr einfach so ein ganz kleines bisschen diesen Bereich straffen und vitalisieren wollt. Die sind auch gar nicht teuer. Ich habe euch natürlich einen Link in die Beschreibung gepackt. Ich glaube, das hier war sehr teuer, aber das gibt es deutlich günstiger. Und ich habe euch natürlich den günstigeren Link hier unten reingepackt. Aber das ist tatsächlich ein Tool, was unfassbar viel Sinn macht. Und was ihr auch oberhalb von euren Augen anwenden könnt. Ich will gar nicht davon anfangen, wie super angenehm das ist, gerade am Morgen. Das ist so ein richtig schöner Wake-up-Call.
In diesem Zusammenhang müssen wir ganz kurz auch noch über diese ganzen Kryo-Tools reden. Das sind diese Cool Globes und diese ganzen Sachen, die eben sehr stark kühlend wirken. Da möchte ich einmal an euch appellieren, wenn ihr da drauf steht und da Bock drauf habt, dann ist es super, super gut, aber bitte nicht zu kalt. Wenn ihr da wirklich mit Eiswürfeln um die Augen hantiert, dann ist das einfach zu kalt und kann auch schnell zu Kopfschmerzen führen oder auch in die falsche Richtung stimulieren. Ich möchte es euch nur mit auf den Weg geben. Gerne kühlen, aber nicht so richtig schockfrosten. Das ist auch was in die Hände von Profis gehört. Es ist schon wichtig für unser Seelenglück, dass wir grundsätzlich sagen, Gott hat bei uns einen guten Job gemacht. Selbst wenn wir den einen oder anderen Ring aufs Auge gedrückt bekommen haben, sind wir prinzipiell mit dieser Schöpfung sehr zufrieden. Trotzdem gibt es den einen oder anderen Optimierungsansatz mit Massagegriffen oder auch Tools. Und das teile ich jetzt einfach mit euch. Ich habe einfach für mich selbst festgestellt, dass die Kombination aus den Eyepatches und diesem kleinen Vibrationstool hier für mich die beste Routine am Morgen ist, weil es auf der einen Seite abschwellend wirkt, das heißt die Lymphe werden angeregt und fließen ab. Die Patches haben aber auch einen abschwellenden Effekt, die haben einen aufhellenden Effekt, sie bereiten meine Augen oder meine Augenpartie auf den Concealer vor. Und es ist, by the way, auch noch richtig angenehm, weil es kühlt und vibriert. Noch eine ganz kleine Anmerkung zwischendurch mit auf den Weg. Und zwar, wenn ihr euch komplett schminkt, das heißt Eyeshadow, Mascara, wirklich Foundation, Rouge, Highlighter, alles, macht euren Concealer ganz zum Schluss. Es ist tatsächlich so, dass wenn ihr den Concealer ganz zum Schluss macht, dass ihr deutlich weniger Concealer verwendet und auch später weniger, sage ich jetzt mal, der Concealer markieren kann. Es ist einfach so, dass zu viel Concealer, also wenn ich da diese ganzen Videos sehe bei TikTok, was da an Concealer aufgetragen wird, dann denke ich mir so, Hilfe, das ist einfach 1,5 Kilo zu viel. Oft reicht sehr viel weniger Concealer, gerade wenn man nicht mal mit dem Schülerausweis unterwegs ist. Also das bedeutet einfach so, jenseits der 30 ist da weniger mehr. Und deswegen, wenn ihr euch komplett schminkt, Concealer erst am Ende auftragen. Wenn ihr jetzt sagt, ich trage aber nur Concealer auf, dann tragt ihr den natürlich direkt auf. Ich wollte es euch nur mal mit auf den Weg geben. Wenn es um die Auswahl des perfekten Concealers geht, kann ich euch aus Profisicht dazu raten, einen zu nehmen, der richtig, richtig hoch pigmentiert ist, weil ihr davon einfach weniger braucht. Da reicht ganz, ganz wenig Pigment und ihr habt alles abgedeckt. Und dann sind wir dann wieder am Anfang, wo ich euch gesagt habe, wir versuchen so dünn zu arbeiten, dass ich selbst, wenn ihr den ganzen Tag nur am Lachen und Gestikulieren und Mimik im Gesicht haben seid, dass ich da nichts irgendwie verschieben kann. Und da ist es wichtig, dass ihr einen Concealer nehmt, der super hochpigmentiert ist. Die richtige Concealerfarbe, die wählt ihr immer am äußeren Augenwinkel. Das heißt, ihr gebt einen Tupfen hier an den äußeren Augenwinkel, ganz wenig, und verblendet den da. Wenn er da unsichtbar wird, dann ist es die perfekte Farbe für euch. Das ist eure ganz persönliche Concealerfarbe for life. Es ist einer der häufigsten Fehler, dass Menschen mit sehr dunklen Augenringen versuchen, mit hellem Concealer dagegen anzuwirken. Und das wird ganz oft grau. Deswegen, wenn ihr bei euch selbst beobachtet, dass ihr sehr starke und sehr dunkle Augenringe habt, dann wendet folgenden Trick an. Wenn ihr also richtig dunkle Augenringe abdecken wollt, dann gebt ihr im ersten einen Concealer unter eure Augen, der ein bisschen dunkler ist als euer Hautton. Und dann geht ihr mit einem Concealer drüber, der heller ist als euer Hautton. Dadurch habt ihr diesen aufhellenden Effekt, aber es wird nicht grau und es wird so ein ganz kleines bisschen Color Correcting stattfinden und ihr tastet euch langsam ran. Dann geht ihr einmal mit dem dunklen, ach wisst ihr was, ich zeige es euch kurz. Um eure Augenringe wirklich richtig gut abzudecken, braucht ihr zwei Pinsel. Einmal einen etwas fluffigen, breiten, ganz typischen Concealer-Pinsel und einmal einen ganz schmalen, dünnen Pinsel. Da könnt ihr einen Lippenpinsel nehmen oder auch einen Eyeliner-Pinsel. Da geht es wirklich an die Feinarbeit. Und deswegen würde ich euch bitten, für den zweiten Schritt in der Concealer-Routine einen sehr feinen Pinsel zu haben. Jetzt nehmt ihr mit eurem Fluffy Brush oder eurem Concealer-Pinsel den etwas dunkleren Concealer-Ton auf und gebt ihn einmal unter eure gesamten Augen. Das ist im Prinzip wie so ein Übergang zwischen eurer Foundation und dem Augenbereich. Arbeitet das ganz, ganz vorsichtig ein. Das soll noch keinen aufhellenden Effekt haben. Das ist im Prinzip einmal so eine Pigmentierung, die euren dunklen Augenringen jetzt auf das eigentliche Aufhellen vorbereitet. Geht nicht zu nah ans Auge, weder mit dem helleren Ton noch mit dem dunkleren Ton. Lasst euch hier
ungefähr so eine Pinselstielbreite Abstand. Das wirkt sonst sehr augenschließend. Das heißt, wenn ihr zu nah ans Auge geht, dann wirkt euer Auge später kleiner. Jetzt nehmt ihr den feinen Pinsel, geht in den hellen Concealer und jetzt kommt die Feinarbeit. Jetzt geht ihr nur hier ganz, ganz, ganz vorsichtig in den Bereich, wo euer Augenring entsteht, entlang und tragt dort den hellen Concealer auf. Das ist im Prinzip der Tränenkanal, der vom inneren Augenwinkel nach unten verläuft. Da könnt ihr selbst abschätzen, wie weit ihr da Richtung Augenmitte gehen müsst, aber meistens hört es ungefähr unterhalb der Pupille auf, weil das ist der Bereich, wo der Schatten entsteht und wo ihr wirklich eine Aufhellung braucht. Und jetzt nehmt ihr wieder euren Fluffy Brush und schafft Übergänge. Ihr könnt jetzt noch den äußeren Augenwinkel aufhellen, aber ihr seht, wie wenig ihr da eigentlich an Produkt draufgeben müsst. Und wie wahnsinnig lange das Produkt auch ausreicht. Ihr müsst also nicht mit dem Applikator des Concealers da wirklich richtig Concealer drauf geben, sondern es reicht oft einfach so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen an Pigment. Wenn ihr jetzt keine besonders ausgeprägten Augenringe habt, dann könnt ihr die Kombination heller Concealer hier in der Tränenrinne auftragen, verblendend fahren. Dann müsst ihr nicht einmal mit dem dunkleren Concealer, sondern dann könnt ihr eure perfekte Concealerfarbe einfach hier mit dem dünnen Pinsel entlang dieser Linie auftragen, dann mit dem Fluffy Brush verblenden. Und ihr werdet sehen, es ist ein totaler Game Changer, weil ihr A, weniger Produkt aufgetragen habt. Das heißt, es sieht sehr viel frischer, sehr viel natürlicher aus. Es verschließt euer Auge nicht. Und oft ist es genau diese kleine Nuance, die euch dabei helfen wird, dass ihr frisch aussieht und ausgeruht und nicht mehr müde. Dadurch, dass wir die Priming Eye Patches verwendet haben und dass wir einen Concealer gewählt haben, der hochpigmentiert ist und sich deswegen so gut mit unserer Haut verbindet, müssen wir eigentlich nicht mehr abpudern. Falls ihr aber sagt, ich gönne mir extra, dann nehmt einen speziellen Augenpuder. Das ist ein Blurring-Puder, das ist ein Fixierpuder, der gleichzeitig so ein ganz kleines bisschen die feinen Linien ausgleicht und tragt den mit einem feuchten Schwämmchen auf. Ich habe jetzt meins gut durchfeuchtet, gehe in diesen Blurring-Puder und pudere einmal meinen Unteraugenbereich ab. Dadurch hält natürlich der Concealer noch mal extra gut. Ich möchte aber zu bedenken geben, wenn man wie ich jetzt in der Blüte seiner Zeit ist und vielleicht auch schon das eine oder andere Lachfältchen hat, ist natürlich Puder immer auch eine Form von Markierung. Das heißt, im Nachhinein kann es halt auch sein, dass man es euch ansieht, dass ihr schon ein paar wilde Sommer erlebt habt. Deswegen verzichte ich ehrlich gesagt unter dem Auge immer sehr gerne auf Puder. Das war's schon wieder hier aus dem schick und noch schöner Bereich. Ich hoffe, meine Tipps haben euch weiterhelfen können. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir aber auch gerne über Instagram und TikTok, falls ihr zwischendrin Sehnsucht bekommt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mich bei Freunden, Verwandten, Bekannten und auch beim Schwippschwager weiterzuempfehlen. Das ist ganz besonders wichtig. Ich empfehle mich. Hochachtungsvoll, eure Frau Beauty. So. Mein Papa, der sieht aus wie eine Mischung zwischen Pavarotti und Bud Spencer. Und dem Weihnachtsmann. Und da muss ich mich nicht wundern, dass ich Augenringe habe. Bei so viel Prominenz in einer Person.